Nicht nur im Hochschwarzwald, sondern auch in der Rheinebene hat Sturmtief Berglind am Mittwoch für Chaos gesorgt. So ist in Freiburg ein Baum auf die Oberleitungen der Stadtbahn gefallen. Die VAG musste den Strom von der Strecke der Linie 3 nehmen und hat einen Ersatzverkehr eingerichtet, bis Arbeiter die schweren Äste zum Abtransport zerkleinert haben. Der Fahrer einer Straßenbahn kam mit dem Schrecken davon. Der umstürzende Baum hat das Fahrzeug zum Glück verfehlt. Im Dreisamtal und im Schwarzwald haben herabfallende Äste außerdem am Morgen für viele kleinere Stromausfälle gesorgt, etwa in Stegen, St. Peter oder Lenzkirch. Ansonsten musste die Feuerwehr vor allem wegen vollgelaufener Keller und überfluteter Straßen ausrücken. In Freiburg haben die Einsatzkräfte bis zur Mittagszeit zwar nur eine gute Handvoll Einsätze gezählt, im Schwarzwald hingegen sind die Helfer seit der Nacht im Dauereinsatz. Der Deutsche Wetterdienst warnt noch bis zum Wochenende vor weiterem Dauerregen, der Straßen überfluten könnte. Pro Quadratmeter soll dann so viel Wasser vom Himmel fallen, wie sonst in eine Badewanne passt. In den Bergen drohen weiterhin Orkanböen von bis zu 140 Stundenkilometern. Passen Sie gut auf sich auf.